Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Zip Crew 2 zusammen mit dem Sachsen Let's Player und dem McManus. Hi Leute. Wo bist du? Berlin. Schön zerkratzter Ding, ey, so muss das. So. Wie sie hat abgelehnt, sehr gut. Ja, ich hab mich verdrückt. Ja, Fingerlegastheniker, hast du wieder gut gemacht, ey. Was, Harley? Nee, ich will nicht die Harley. Ja, dann fahrt ja, mal rein, dann kann ich in Hauptquartier endlich gehen. 9000 Follower? Lecko mio. Ja, weil das ist übelst lange, das scheiß Ding. Also Weltrekord liegt bei 9 Minuten. Und Füße nicht dabei. Ja, wir können doch mal abbrechen und nochmal neu starten, das ist ja nicht. Ja. Wollen wir? Ja, es können bei 9 Minuten, oder? Ja, ja, das ist richtig. Warte, ich spreche ab. Jo. Das geht ja, oder? Der Crewleiter ist ausgestiegen. Ja, es geht. Nö, klar, du bist ja mit dem Auto vor mir. So, Harley, dann nochmal. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Warte, ich bin im Hauptquartier. Achso, kann ich annehmen. Ja. Was muss ich da jetzt machen? Y, X. Ja. YA. So. Geil, mit der Harley, ey, Alter, das wird. 9000 Follower ist echt krass. 67.000 Bucks. Ja, wow. Weltrekord 9 Minuten 30. Ja. Aber die Harley ist eigentlich ganz gut. Ich bin noch nie Harley gefahren. Aber die fahren ja alle Harley. Du kannst sie auf die Fresse fliegen. Also wenn du hier irgendwo heftig dagegen stehst, setzt dich zurück. Mach das mal im Wheelie an allen vorbei, dann gibt's ja ein Nitro. Also Dankeschön. Yeah! Oh, die fährt ja auch 200. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ey. 230, 240. Krass. 250. Verfolgt ihr mich? Sag mal so, es geht aktuell nur geradeaus, ne? Ja. Was auch wieder recht. Das ist natürlich langweilig, 9 Minuten lang, ne? Mal gucken, was noch kommt. Hui! 270! LOL! Ja, konnte ich mir denken. Das konnte ich mir denken. Dass der da jemand hochgeflogen. Dass der da dran vorbeifährt an der Kreuzung. Unten links, unten rechts Minimap. Ja. Wenn du Steuerkreuz hochmachst, kriegst du die auch größer. Genau. Gut, siehst du trotzdem beschissen, wo es lang geht, aber. Na. Na gut, fährst den Bekloppten hinterher, endest du nur am Tisch. Was nun wieder? Was ist denn hier? So, Flüssi hat mir Sachen in den Weg geworfen, dann ist er am LKW zerschellt. Ich auch, weil er mich abgedrängt hat in diese Richtung. Naja Jungs, aber ey, verlasst euch nicht zu sehr auf mich. Ich neige immer vor dem Ziel Fehler zu machen. Ja. Das ist zu sehen, dass man hier wieder ran kann. Ja. Aber es ist gechillt über den Highway hier, gell? Kann man nichts sagen. Es sind, glaube ich, ein paar Kilometer, die man hier zurücklegt, oder? Bei 10 Minuten, ja. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Kommt ihr wieder ran? Ja. Ja, der braucht halt ewig ab 2,40, bis der auch kommt, ne? Ja. Also mehr wie 2,68 ist auch nicht. Zermatscht am LKW, das kann ich mir wieder vorstellen, ey. Oh, nee. Wenn ihr den Steuerkreuz nach vorne drückt, werdet ihr schneller, ne? Den Analogstick. Ja. Oh, jetzt geht's. Lol. Aber das Ding hat eine super Kurvenlage. Weil das sind ja noch nicht wirklich Kurven mehr. Oh. Alter! Ja, aber trotzdem, ihr könnt Alter, ja. Nimmst du den Pin bitte wieder zurück, danke. Ihr könnt ja weitläufig rumfahren dann. Ey, jetzt ist Platz 87 nicht euer Ernst, oder? Ja, frag den Vollidioten, Mann! Alter Schwede, ey. Was hat er jetzt wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht.
Es ging links rum. Was macht er natürlich? Du merkst, ich werde, kriegst Panik und schiebt mich weg. Ah, das ist mit solchen Situationen ist ja immer schnell mal überfordert. Alles klar, Digga. Boah, Alter, also Offroad geht das Ding gar nicht. Nee. So. Scharfe Kurve. Oh ne, Füße ist hinter mir. Der ist 4, du bist 1. Ja, aber der ist direkt hinter den zwei Bobos. Also. Aber jetzt geht's eh wieder schief. Oh. Bist du rumkommen um die Kurve? Ja. Hatte nur einen halben Baum mitgenommen. Aber geile Strecke, ey, ganz ehrlich, ich finde es klasse. Strecke ist schön, oder? Ja, ist echt chillig. Auch die Harley lässt sich super fahren, ey. Also ist jetzt keine Rennmaschine, ohne Frage, aber ich finde trotzdem ein cooles Teil. Ist halt das Geile, wenn du die Gold hast, hast du halt die ganzen Motorräder schon, ne? Sonst, ich glaube, ich weiß nicht, hättest du die Motorräder auch, wenn du die Gold nicht hast? Trotzdem nachher? Nee, weiß ich gar nicht, ob das so Exclu-Dinger sind. Aber hier ist ja eh vorgeschrieben, ne, mit Harley. Also hier geht doch gar nichts anderes. Ja, die Frage ist ja, kannst du die, hätte man die vielleicht dann gar nicht fahren können? Na doch, weil es ist ohne ja vom Event so vorgegeben. Achso, dann kriegst du die automatisch oder was? Die kriegst du automatisch, ja, ja. So. Wir haben eine Harley, aber wir haben glaube ich nicht die. Ach, das ist ja gar nicht unsere? Nee, das wurde die ist vom Spiel vorgeschrieben wurde. Also bei dem Event, ja, okay. Genau. Deswegen hat halt jeder die gleiche Leistungsstufe. Ja. Das ist halt verstehe. Das Problem dann, ne? Wenn dann alle gleiche Dings haben, dann kommt es halt auf die Fahrweise an. Wo kommst du denn jetzt her? Aus dem Wald, da komme ich her. Ich könnte ja echt aus dem Busch rausgefahren. So, die Blätter noch im Mund. Aber auch, hier sieht man echt die schöne Grafik auch, ne? Ja, sehen wir gerade wunderbar, echt. Jetzt hinterhergefahren durch den Wald. Oh, ich fahre doch wieder dran vorbei, ey, unfassbar. Oh. Ihr verlässt euch wirklich auf mich, oder? Ich habe 32 Sekunden Rückstand zu dir. Oh Gott, nee, das aber... Das wird also nichts mehr. Platz 3 zumindest. Mal wenn das Scheißding einmal außer Kontrolle gerät. Ja, das ist dann immer schwierig. So. Brauche mehr Power-Kinder. Ach, ich genieße gerade einfach nur die Landschaft, die schöne. Komm her. Hole die Insekten aus der Zähne und mach das Ding ja jetzt Ende da. Ja, 62%, Alter, das dauert. Na gut, aber dann haben wir es hinter uns. Ja. Gibt es bestimmt noch mehr so krasse Strecken. Hoffentlich noch ohne Mobbett. Beziehungsweise ohne Freezy hinter mir. Oder neben mir. Oder vor mir. Gibt's da so richtige Rennmaschinen? Harley, glaube ich, bei einem. Harley ist das so. Nee, nicht Harley. Egal jetzt welche Marke. So richtige Rennmaschinen als Straßenmotorräder? Weiß ich gar nicht. So Superbikes? Ich hab noch gar nicht geguckt. Erkenn ich mich gar nicht. BMW ist glaube ich, drin. Ist Ducati drin? Weißt du das? Motor, also MX, Motor, Cycle, Cross, also Offroad. Ja, das ist oft, das ist, ja. KDM, das ist, ne? Das ist KDM, glaube ich. Wird die Zeit gar nicht angezeigt, was sie hinter mir sind.
oder eigentlich immer unten blinken, wenn du durch Checkpoints fährst. Ach, wenn du durch Checkpoints fährst, ja. Immerhin hast du dich nochmal von 2,4 Kilometer auf 1,7 Kilometer angegangen. Bei mir? Auf mich? Ja, ja, 45 Sekunden nur noch Rückstand. 45 Grad waren es ja 30. Stimmt, also haben wir es jetzt verschlechtert, wunderbar. Ich würde schon sagen, weil ich fahre ja eigentlich ganz gut vorneweg. Aber ich schaffe nicht mehr wie 5,8 Sekunden, ne? Auf den zweiten. Dann nehmen wir mal die Schilder mit, die hier da sind, danke. Da war ich jetzt schon auf Platz 3, ne? Das war geil! Wie weit das weggezogen ist. Ja, Wahnsinn. Harley mit Handbremse in der Harley, ist auch geil. Du, 75%, der zweite. 82. Der zweite geht mir voll auf den Sack, Alter. Können wir vorstellen. Das hört ja auch noch auf, ne? Ey, das ist doch nicht normal. Gummiband. Ja. 3,2 Sekunden. Oh, wir verbessern sind 56. Immer noch schlechter. Ich weiß. 45. Ironie, Bro. Ach so. Aber es könnte ja natürlich noch wesentlich schlechter laufen. Sag mal, was ist hier der Rekord? 39? 9 Minuten 30, ja. Bin jetzt bei 10,9 und hab 88. Ja, wäre es sämtliche Abkürzungen genommen. Na gut, da könnte es hier einige geben. Ja, bremsen. Wir kurvig hier. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren muss bei der Harley, was sehr schwerfällig ist, ist das von einer Kurve in die andere legen. Da ist die sehr langsam. Der schwenkt so ewig langsam um. In die andere Richtung. Der Harley ist jetzt eigentlich auch nicht so das Ding, wo ich sagen würde, das nimmst du für Rennen, oder? Nee. Ist ja eher so, seht her, ich hab Geld. Ja. 2,9 Sekunden, ey. Der kommt immer näher ran. Das ist doch zum Heulen. Aber was auch sehr geil ist, achtet mal drauf, wenn ihr rechts neben euch, so bei 97% ist das bei mir gerade, die Felswand ist, wie da auch der Sound sich verändert. Also wirklich. Ich merk's ja schon, wenn wir zu den Events reinfahren, in den Hallen da drin. Das in den Tunnel, ja. Ich bin im Ziel. 30 Sekunden haben wir Zeit, ist ja gütig. Oh, bam. Der dritte ist drin. Oh! Der hat der Freezy noch den Reddy gekascht. Ja, der holt mich aber jetzt wieder. Ein, das ist richtig. Schaffen sie nicht mehr ans Ziel. Das ist jetzt wirklich unten noch lang und dann noch ewig weit. Also ins Ziel werden das wohl nicht schaffen, weil wenn Renny über 50 Sekunden weg war. Vierter. Fünfter. Jemand aus seiner Crew hat's gerade geschafft. Danke. Bitte. Boah, das gab fett Follower. Oh, Alter. Das gab eine gute Belohnung. Lol. Ich bin, ne? 4, 5, 6, 7. 7 Performance-Teile. 9, 8 und Stoßstange. Ja, vor allen Dingen, ich habe ein lilanes gekriegt. Hast halt extra Boni drauf. Warte mal, das wusste ich jetzt nicht. Bremsen, aber ich kann das ja in jedes Fahrzeug einbauen, ne? Ja. Also alles, was halt zu Street Racing halt gehört, ne? Ach ja. Dann kriegt's der Porsche. Gut, steigert das Tempo, wenn man nicht. Ah, okay. Ausstatten. Windschattendistanz. Oh, ich drücke mal zweimal Select. Yeah.
Dun. Magic Fingerstiche. Minuten. Okay. Doch, haben wir schon ein kleines Rennen? Ja, wenn ihr könnt. I'm ready. Ja. Okay. So. Oh, das war echt gut. Das gab echt fette Belohnung. Das Harley-Rennen hier. Fast 200 jetzt mittlerweile schon. Bist du schon über 200? Ja. Ne, bin ich sogar schon minimal über 200. Ich glaube 220, 30, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. 3, 2, 1. Hab ihr die Luzi? Alter Vater. Nein. Oh lol. Kurz alles abgerissen, was man abreißen kann. Aber von ganz oben ist er runtergesprungen jetzt. Wieso rutscht denn der jetzt so? Die fahren aber auch einen harten Abkürzungsstil hier. Minimal, ne? Die Typen, ey, ist ja der Wahnsinn, wie die Kurven schneiden. Boah. Wow. Oh, das ist Füsi. Was hat denn der vor? Gucken wir mal. Fucking. Holy shit! Da ist er aufgeploppt vor mir. Also sie hätten aber hoch, hast die Wand mitgenommen. Ja, ganz dezent aber nur. So, das war die erste Runde, Boys. Vergesst immer die Sprungschanze. Lol. Scheiße! War das schlecht. Alter! Was ist denn da nicht justisch? Oh, war minimal eng. Boah. Alter, geh mal nach Hause. Was geht's hier lang? Ach, ich hab gebremst, ich hatte Angst. Zündung! Leco mio muchacho. Ist aber auch. Hartes Kopf an Kopf rennen mit dem Rennen hier. Ist das spannend. Da muss ich mich mal kurz anlehnen. Wieder stabilisieren. Richtig. Hohoho. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn du das jetzt durchgezogen hättest, ey, das wäre krass gewesen. Das wäre auch passiert, das hätte auch geklappt, wäre diese scheiß Leitplanke dann eh noch dort gewesen. In der Einkaufspassage da lang, ey, da wäre ich festgegangen. So, wann kommt unser Füsi? Oh, ganz hinten irgendwann erst. Ich hab Fehler gemacht, ey. Ich hab Fehler gemacht. Sprungschanze nicht geschafft. Wow. Hat ja lange gedauert. Boing, war klar. So, Belohnung her, los. Sehr schön. Aber dann sind wir auch mal erstmal fertig für Sie.
Ja, gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen zwei Bobos vorbei und ich sage tschüss. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.